1971 ist die Welt in Bewegung gewesen. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha. Wegen Frauen weniger als die Fürsche. Wie fändest du, wenn ich wieder etwas arbeiten würde? Ich will da nicht, Nora. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ahnung. Nein. Ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend, Frau Rockstuhl. Ich bin dabei. Dabei? Ich bin im Kampf. In Italien die Leute streiken, wenn sie was wollen. Weiß der Hans eigentlich, was du machst? Ich würde mit meiner Frau reden. Da braucht sich etwas zusammen und ich mache mir Sorgen. Du bist die Stimme der neuen Generation, Nora. In der Schweiz leben 1,9 Millionen Frauen. Wir wollen selber an der Gesetzgebung teilnehmen. Und nicht vom guten Willen der Männer abhängig sein. Wir informieren über das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So steht es in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen, steht auch in der Bibel.